Willkommen bei Ihrer Gesundheit. Wir teilen Tipps zum Abnehmen und zur natürlichen Heilung. Wie kann es sein, dass wir uns regelmäßig die Zähne putzen und trotzdem keine hellen weißen Zähne oder einen frischen Atem haben? Laut Zahnärzten werden die meisten Ursachen für gelbe Zähne und unangenehm riechenden Atem durch Bakterien in der Mundhöhle verursacht. Auch der Plaque, der sich mit der Zeit auf den Zähnen bildet, kann nicht vollkommen mit der Zahnbürste entfernt werden. Daher ist der optimale Weg, um Zähne aufzuhellen, dass wir ihren Mund nach dem Putzen mit dem Mundwasser spülen, um Plaque und Bakterien in höchstem Maß zu entfernen. Insbesondere mit Mundwasser aus natürlichen Rohstoffen erlangen wir nicht nur eine sichere, effektive Zahnaufhellung, es funktioniert auch, um die Zahnschmelzschicht zu nähren und den Zahn stärker zu machen. Das ist genau der Grund, warum natürliches Mundwasser von mehr Menschen verwendet wird als industrielles. Welche natürlichen Rohstoffe man braucht und wie man die Mundwasserlösung herstellt, weiß jedoch nicht jeder. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie Mundwasser richtig selbst herstellen können, sehen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Wir stellen Ihnen vor, wie Sie Ihr Zahnaufhellungsmundwasser zubereiten mit nur 4 natürlichen Zutaten, die Sie leicht in Ihrer Küche oder beim nächsten Supermarkt finden können. Die erste Zutat, die wir brauchen, ist ein Zweig Sellerie. Schneiden Sie den Sellerie in kleine Stücke. Diese Art von Gemüse ist eine reichliche Quelle von Vitamin K, zusammen mit viel Kalzium und Magnesium, die den Zahnschmelz aktiv unterstützen und die Zähne aufhellen. Darüber hinaus hat Sellerie eine sehr gute entzündungshemmende Wirkung, wie es Luteolinsubstanzen enthält, die helfen, entzündliche Bakterien in der Mundhöhle zu zerstören. Als nächstes geben wir die Sellerie in 100 ml Wasser und kochen sie für 5 Minuten. Der Siedeprozess führt dazu, dass die Nährstoffe maximal im Wasser gelöst werden. Jetzt werden wir das Wasser filtern und in einen Becher gießen. Die nächste Zutat, die wir brauchen, ist eine halbe Zitrone. Die Zitronensäure in Zitronen hilft nicht nur, den Plaque auf den Zähnen zu reinigen, sondern lindert auch die Schmerzen, wenn Sie an Karies leiden. Wir pressen nun den Zitronensaft in den Becher und rühren gut um. Als nächstes geben Sie einen Esslöffel Salz und 2 Esslöffel Zimtpulver hinzu und rühren um, bis Sie eine homogene Mischung erhalten. Mineralienhaltige Salze helfen, die Bakterien zu entfernen, die Löcher verursachen, die Zähne stumpf und den Zahnschmelz schwach werden lassen. Daher hat die Salzspülung eine sehr gute Wirkung bei der Prävention von Zahnkrankheiten wie Karies oder Gingivitis. Salz ist auch ein guter Rohstoff, der oft für die Aufhellung von Zähnen verwendet wird. Gleichzeitig ist Zimtpulver die Zutat, die durch ihre Hitzereaktion bewirkt, dass der Plaque gebrochen wird und die Zähne so schnell und sicher aufzuhellen. Jetzt ist das Mundwasser fertig, der einen Zahnaufhellungseffekt mit 4 völlig natürlichen Inhaltsstoffen hat. Diese Mischung entfernt nicht nur Plaque und hält die Zähne auf, sondern schenkt ihnen auch einen frischen Atem. Um diese Lösung zu verwenden, sollten Sie die Zähne gut putzen. Dann nehmen Sie einen Schluck der Lösung in den Mund und gurgeln von links nach rechts und von innen nach außen für etwa 2 Minuten. Um den Plaque und die Bakterien auf den Zähnen vollständig zu entfernen, diese Lösung verwendet ausschließlich völlig natürliche Inhaltsstoffe, sodass Sie sie ohne Sorge auch längerfristig verwenden können. Nutzen Sie die Methode und erhalten Sie weiße Zähne und einen frischen Atem schon nach 7 Tagen der Anwendung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dem Video zu folgen. Wenn Sie diese Methode nützlich finden, teilen Sie sie bitte mit Ihren Freunden. Alternativ können Sie auch dem Kanal folgen, um die neuesten Rezepte für die häusliche Gesundheitsversorgung zu erhalten.
Wenn Sie Fragen zu dieser Methode haben, zögern Sie nicht, Kommentare unter den Kommentaren zu hinterlassen. Wir werden umgehend antworten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Gesundheit.